Ich weiß, dass sich jetzt nicht nur viele Kinder, sondern auch viele Erwachsene freuen. Denn das ging immer hin und her und geht's weiter oder geht's nicht weiter. Und ich freue mich auf das, was der dann zu erzählen hat, wenn er kommt, weil sich alle darüber freuen. Aber bevor er hier herauskommt, möchte ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus dem zeigen, was so viel Erfolg in den letzten Jahren gehabt hat, nämlich der Pumuckl. Was mache ich denn bloß? Naja, die Uhr ist weg. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und der Pumuckl ist auch verschwunden. Ja, da bist du ja endlich, Pumuckl. Ja, wo hast denn die Uhr hingetragen? Oh, ich weiß, wo sie wohnt. Du musst sofort mitkommen. Ich habe die Ecken gezählt. Es waren 7 Ecken und 3 Treppen und eine blaugrüne Tür und goldene Griffe. Moment mal. Ein großer Detektiv. Ich weiß nämlich, wo sie wohnt und wo sie die Beute versteckt hat. Pumuckl, wer denn? Ja, deine Uhr. Ich meine, deine Frau. Nein, die Frau, die deine Uhr mitgenommen hat. Also doch. Ja, sag mal, wie sind die zugegangen? Ja, ich habe sie reingelassen, weil sie eine Frau war. Und plötzlich war sie der falsche Gasmann und hat die Uhr mitgenommen. Jawohl. Ja, weißt du sicher, dass die Frau das war? Ganz sicher. Ich habe doch zugeschaut und habe gesehen, dass sie sie in eine Schublade getan hat, in den Schrank, der in der Küche steht. Bei dem Haus mit den Treppen und den 2 blauen, grünen Türen und den goldenen Griffen an den Türen. Jawohl. Und da wollte ich die Uhr auch wieder rausholen, aber es war leider zu. Und dann habe ich sie nur noch geärgert und ein bisschen gespenstert. Und ich glaube, jetzt ist sie gut vorbereitet. Aha. Komm, wir gehen es die Uhr wiederholen. Komm. Ah, dann ahnt ihr sehr wahrscheinlich, was ihr Brüder so gezürt. Ich komm gleich. So. Pumuckl leckt, Pumuckl versteckt und niemand was weckt. Oh, das reimt sich ja. Und was sich reimt, ist gut. Hurra, hurra, der Gustl Beierhammer ist da. Herzlich willkommen. Ja, da schaut's, gell? Da schaut's, da, ja. Bitte nimm Platz, Gustl. Denke ich auch schon, nein. Ah, er möchte auch jetzt schon so einen Ohrclip da haben. Nein, wir können noch ohne simultanen Dolmetscher miteinander reden. Aha, das ist ein bisschen kürzer. Ui, ja, jetzt. Aha. So, zeig. Ja. Für ja. Bayerisch braucht man ja bekanntlich keinen Dolmetscher, lieber Gustl. Vor einem Jahr, da haben wir den Pumuckl schon einmal da gehabt. Aber was ist denn der Pumuckl ohne den Meister Eder? Und bevor wir jetzt uns unterhalten über Schwierigkeiten und Freuden mit dem Pumuckl, die wichtigste Frage überhaupt für alle, die sich so sehr dafür interessieren, geht's denn weiter? Ja, natürlich. Ja, natürlich, sagt er so ganz einfach. Ja, ich habe ja nie daran gezweifelt. Aha, er wusste es, der Profi. Nein, wissen nicht, aber das hat man so im Gespür. Das hat man im Gespür, das fühlt man, dass so etwas einfach nicht aufhören kann. Nein, man merkt es an den Kindern, an der Reaktion, das kann man nicht aufhören. Ja. Also nun wäre es einfach übertrieben, wenn ich anfangen wollte, das Loblied von Gustl Beierhammer zu singen. Jeder kennt ihn, jeder weiß, was für ein herrlicher Schauspieler er ist. Staatsschauspieler in München. Der Kommissar Feigl aus dem Tatort, irgendwann hat er gesagt, jetzt morgen nicht mehr. Aber beim Pumuckl hat er gesagt, er mag noch. Mich interessiert eins, Gustl. Wenn man so viele herrliche Rollen gespielt hat und immer auch sehr gute Partner gehabt hat und man spielt plötzlich so etwas wie den Meister Eder, ja, kann man sagen, in die Luft hinein. Da ist ja nichts. Du hast ja keinen Ansprechpartner. In den ganzen herrlichen Szenen, wir haben gerade so einen kleinen Ausschnitt gesehen, das sieht so verblüffend aus, wenn du dich mit dem Pumuckl da unterhältst und ihr Dialoge habt, wie macht ihr das? Also zunächst einmal muss der Schauspieler viel Fantasie haben. Er muss ihn ja sehen. Ja. Er schaut natürlich ins Leere, er schaut in die Luft. Und da bin ich im Laufe des Drehens, Gott sei Dank, ziemlich bald draufgekommen. Ich habe an die Mütter oder an die Großmütter gedacht, die bügeln und die kochen und die sich immer mit ihren Sprösslingen unterhalten oder Fragen beantworten müssen. Die sind tätig und schauen dann gelegentlich einmal um und sagen was und dann machen sie ja wieder weiter. Und so habe ich mir dann als Meister Eder, habe ich mir dann da so Schreinerarbeiten hingeben lassen, habe mir da das Notwendigste auch beibringen lassen, sodass ich also auch immer beschäftigt war mit irgendwas und nur gelegentlich da hingeschaut habe, wo man mir gesagt hat, da ist jetzt der Pumuckl. Weil wenn man länger ständig einen anschaut, wir schauen uns jetzt natürlich an, aber wenn man länger ins Leere schaut, ist die Gefahr, dass der Blick auch leer wird. Wenn nichts da ist. Wenn überhaupt nichts da ist. Ich meine, es passiert auch manchmal, dass der Blick leer wird, wenn jemand da ist und man schaut dann Wenn man hängt. Wenn man, und zwar ein paar Sekunden, bevor man hängt, ist es auch... Gustl, wie geht es nun?
Wenn du die Rolle spielst vom Meister Eder, ist da das Gezeichnete, das Pumuckl-Männchen, ist das schon fertig? Und man sagt dir, also der springt jetzt da rum und ich zeig's dir mal und der springt auf den Schrank und dann schaust du nach oben. Oder spielst du erst die Rolle und dann wird der Pumuckl dazu gezeichnet? Es ist sogar nichts da. Es ist überhaupt nichts da. Nein, es ist natürlich eine Kamera da und es ist ein Regisseur da, das ist der Uli König. Und der spricht mir von hinter der Kamera den Pumuckl-Text. Und ich gebe darauf Antwort. Ja. Und manchmal haben wir auch improvisiert, wie es sich ergibt in der Werkstatt. Es fällt was runter, es passiert irgendwas. Man kann schon improvisieren. Und dieses Material geht dann in das Zeichentrickstudio und da richten sich die Zeichner nach dem, was wir gespielt haben. Das heißt also auch die Blickrichtung, dass der Eindruck entsteht, wir schauen uns also scharf an. Ne? Also ich bin begeistert und schaue mir das genauso gern an. Das letzte Jahr haben wir den Hans Clarin da gehabt. Ich weiß, ich fange anders an. Sie, liebe Zuschauer, können sich vielleicht vorstellen, die Bayern, sagt man, die sind eigen. Die mögen nicht immer das, was man so gern mag. Und da gibt es natürlich Bayern, die sind das besonders betont. Die sind nicht nur Bayern, sondern die sind ein bisschen eigensinnige Bayern. Und dazu gehört der Gustl Bayerhammer, der macht noch lange nicht das, was irgendeiner mag, dass du das machst. Ja, mir muss es auch gefallen. Ihm muss es schon auch gefallen. Und es ist fast schwer vorstellbar, ob Gustl Bayerhammer sich irgendjemanden rausgesucht hat, von dem er gesagt hat, der ist es, den verehre ich. Von dem könnte ich dies oder jenes. Gibt es so jemanden? Ja, da gibt es viel. Man muss ja laut Kästner mehrere Vorbilder haben, um nicht eine Parodie des einen Vorbilds zu werden. Ja, sehr gut. Nicht? Der Kästner war immer ein sehr kluger Mann. Mensch, ja. Ich habe mehrere. Und jetzt stelle ich mir einen ganz speziellen vor. Einen ganz speziellen. Dann, Gustl, darf ich dich bitten, hier in dem Stuhl Platz zu nehmen. Da brauchst du den Ohrwurm auch nicht. Ihr kennt dieses Spiel. Grüß Gott. Das ist Gustl Bayerhammer. Hat ihn jemand noch nicht gesehen von Ihnen? Ja, das denke ich mal. Und auf los geht's los. Der Sören fängt wieder an. Mann? Ein Mann? Mann. Ein Mann, ja. Lebt noch? Nein. Lebt nicht mehr. Karl Valentin. Karl Valentin? Nein. Ludwig Thoma. Hat er in diesem Jahrhundert gelebt? In diesem Jahrhundert gelebt? Ja. Red's ein bisschen lauter. Deutscher. Eva Maria. Ein Deutscher? Nein. Nein. Europäer? Ja. Engländer? Nein. Franzose? Franzose? Nein. Nein. Italiener? Nein. Nein. Österreicher? Nein. Schweizer? Nein. Geh ein bisschen südlicher. Helf ein bisschen. Italien? Haben wir schon gehabt? Nein. Ein Wissenschaftler? Ein Wissenschaftler? Nein. Nein. Schriftsteller? Nein. Musiker? Nein. Ja, auch ein bisschen. Nein, aber nicht hauptsächlich. Nein. Schauspieler? Jein. Jein. Nein, eigentlich nicht. Komiker? Das ist schwer. Es führt hin, ja. Es führt hin, aber es ist nicht direkt. Was mit Politik zu tun? Nein. Gar nicht. Ja, kein Komiker. Aber mit, wer weiß. Hat er mit Unterhaltung zu tun? Mit Unterhaltung hat er zu tun? Ja. Ja. Medien. Mit den Medien. Show. Da war er. Ja, da war er auch, ja. Spanier? Ja. Ja. Loriot? Nein. Bruno Heil? Nein. Komiker, hat er gesagt. Maler. Dali? Nein. Nee. Nein. Sag's, Gustl, wer wäre es gewesen? Charlie Rivel. Charlie Rivel wäre es gewesen. Ja. Leider keinen Punkt, aber natürlich soll uns der Gustl Bayerhammer noch sagen, warum er Charlie Rivel zu seinem großen Vorbild auserkoren hat. Charlie Rivel war ein kluger, weiser Mann. Wir haben ihn als alten Mann erlebt. Aber er hatte eine kindliche Seele. Und diese Mischung und das Studium der Kinder, das weiß ich, er ist in Kindergärten gegangen und hat sich vor den Kindern geschminkt, hat sich dort angezogen, hat sich studiert, die Reaktionen studiert und hat ihnen alles abgeschaut. Und hat ohne Worte international als Kind oder für die Kinder Zauber verbreitet. Ja, und das ist das Schöne. Beispiel, er arbeitet ja jetzt für Kinder und ich habe ihn als Kind auch schon erlebt und ich weiß nicht, jetzt ist er glaube ich ein Jahr tot. Wir alle werden nie vergessen, ganz wurscht, wie lange wir leben. Eins werden wir immer in unseren Ohren haben, sein Akrobat. Schön. Und das? Das Weinen. Ja.
kommen wir gar nicht nochmal. Wir brauchen nicht zu weinen, sondern alle Kinder dürfen lachen. Den Meister Eder gibt es also auf lange Zeit noch weiter. Und für heute herzlichen Dank fürs Kommen und kommt gut, gesund. Und ja, komm schon heim. Dankeschön. Grüß dich, Bayer. Ja, ja. Er macht sich. Das ist ja eigentlich ein ganz beneidenswerter Trick. Der schwitzt doch nicht so wie ich. Na, also wesentlich bequemer als dein schöner Trachtenanzug ist so ein Nachthemd schon. Eben. Ich bin nicht ganz sicher, ob sich's für immer durchsetzen wird. Gute Nacht. Dankeschön, gute Nacht. Wiederschauen, Grüß dich, Bayerhammer.